Ja, recht schönen guten Morgen. Am Sonntagmorgen um 11 mein erstes Telefonat mit Frau Göhler fing so an, dass sie sich ein wenig darüber mokierte, am Sonntagmorgen um 11 bedingungslos hierher zu kommen. Das sei ja eigentlich nicht ganz so freundlich und höflich, aber sie hat sich, wie man sieht, trotzdem überreden lassen, mit uns im Rahmen unserer Matineen erneut über das Thema BGE zu sprechen. Ganz kurz, beim letzten Mal sprachen wir mit Elmar Altvater über das Thema. Er sehr stark ökonomisch orientiert. Heute wollen wir das ganze Thema mehr auf die Kulturperspektive lenken. Deshalb das BGE aus der Perspektive der Kulturschaffenden. Ich freue mich, dass aufgrund von Vorkontakten, die Martin Hase hatte, Frau Göhler gewonnen werden konnte. Ich freue mich deshalb, weil sie sehr vielfältig zu diesem Thema Anregung einbringen kann. Sie selbst hat Bücher dazu geschrieben, zumindest zwei, die mir bekannt sind. Das eine heißt Verflüssigungen. Da dachte ich so ein bisschen an die Piraten. Verflüssigung, ja, ja. An das Piratenthema, die flüssige Demokratie, aber bei Ihnen wird das, glaube ich, noch einen anderen Anstrich haben, oder ich irre mich. Und schließlich 2010 mit Götz Werner das Buch 1000 Euro für jeden, Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Und in diesem Buch wird behauptet, dass man, wenn man es umsetzt, die Grundideen umsetzt, sozusagen die Grundidee der französischen Revolution, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen, verwirklichen könnte. Nun ist nicht allzu viel Zeit vergangen von 2010 bis heute, aber wir sind ja noch immer in dieser misslichen Lage, dass wir diese solidarische Gesellschaft gerne wollen, zumindest diejenigen, die hier sitzen und sicherlich auch viele andere. Aber wir sind nach wie vor weit davon entfernt, dass dieser Traum sich in Kürze nicht nur als Traum darstellt, sondern als Realität. Deshalb, weil nach wie vor die Gesellschaft zerfallen ist und weiter zerfällt zugunsten der Reichen, also die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Es gibt eine sich verstärkende Angst vor der Armut, bereits bei den jungen Leuten, die eigentlich natürlich bisher immer sozusagen eine gewisse Sicherheit hatten, durch eine gute Ausbildung einen Arbeitsplatz zu bekommen. All das ist nicht mehr gegeben. Also insofern gibt es eben bereits die Armutsangst bei der Jugend, wie erst recht bei den Älteren. Unserem Sozialstaat fehlt offenbar trotz guter Hinweise von Experten, Frau Göhler ist eine Person, so wissen wir, gibt es viele andere, die auf diesem Thema seit längerer Zeit versuchen, die Impulse zu geben und hoffentlich auch in der Politik Wirkung zu entfalten. Das ist alles nicht der Fall. Und insofern hoffe ich, dass wir heute nicht nochmal über die Grundsätze alleine des bedingungslosen Grundeinkommens reden, sondern gemeinsam versuchen, die Frage zu beantworten, was müssten wir denn tun, um schneller zu diesem Zeitfenster zu kommen, was uns ermöglichen würde, diese Revolution, die mit dem Grundeinkommen, wenn es dann käme, ausgelöst werden würde, auch zu erreichen. Das als Vorbemerkung. Liebe Frau Göhler, haben Sie bisher zwar eine gute Marketingvorlage geliefert, aber die Politik dabei noch nicht mitnehmen können? Oder liegt es auch an den Menschen, die da sagen, der Einzelne, ich würde gerne das Grundeinkommen haben wollen, aber ich traue den anderen nicht so richtig zu, dass sie sich dann nicht in die Hängematte legen. Bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist tatsächlich für mich eine Premiere, am Sonntagmorgen über das Grundeinkommen zu reden. Das gehört eigentlich nicht zu meinen Usancen. Aber natürlich geht es schon in Berlin, wenn man irgendwie 10 Minuten von hier entfernt wohnt, dann ist es immer auch eine gute Gelegenheit,
Multiplikatorinnen zu finden, die dann diese Idee weitertragen. Bei Ihnen handelt es sich aber ganz offenbar schon um ein hoch ausgebildetes und schwerst beschlagenes Publikum. Dann will ich mal vielleicht meinen Zugang sagen. Mein Zugang, also ich bin Psychologin von Hause aus und gucke mir seit vielen Jahren an, wie sehr diese Republik eigentlich von Angst erfüllt ist. Die Gewinne der Psychopharmaka-Industrie steigen ins Unermessliche. Inzwischen sind über die Hälfte aller Frühverrentungen haben eine psychische Ursache. Wir leben in einer unfassbar beschleunigten Welt, in so einer Atemlosigkeit, die eben nicht nur Menschen mit ohne Arbeit, sozusagen ohne Erwerbsarbeit, befallen hat, sondern eigentlich durch alle Generationen. Sie haben das gerade schon angedeutet. Beide Geschlechter und eigentlich auch durch alle Schichten geht. Ich habe gerade vorgestern mir noch mal erzählen lassen von einer Lehrerin, wie viel Druck die Eltern auf die Lehrer machen, dass sie zu der Elite gehören. Und wir reden dann von einer Grundschullehrerin, die gerade die eingeschulten Kinder hat und sagt, die sind alle schon dermaßen unter einem Druck, dass man es kaum aushält. Das ist so die eine Diagnose. Die andere, das haben Sie schon gesagt, zu der immer weiter auseinandergehenden Schere. Oxfam hat gerade irgendwie vor ein paar Tagen ein wunderbares Bild gebracht, also eine NGO, eine feministische NGO, die das schöne Bild gebraucht hat, dass man in einen Doppeldeckerbus, der hat 80 Sitzplätze, so viele Menschen, die da reingehen, die besitzen die Hälfte des Weltreichtums. Wo man irgendwie sagt, Kinder, da geht, ist irgendwas an Maßstäblichkeit auseinandergekracht. Da reden wir nicht mehr über Arm und Reich, da reden wir über Dimensionen, die wir eigentlich mit unserem, sozusagen mit Ethik und Moral gar nicht mehr fassen können, sondern das ist irgendwie komplett aus dem Ruder gelaufen. Dann habe ich noch die Diagnose, wenn man das 19. und das 20. Jahrhundert als institutionalisierte Jahrhunderte begreifen kann, wo Arbeit, wo Leben gleichförmig und institutionalisiert war, wo jede Bewegung quasi früher oder später in eine Institution, gerne auch in ein Ministerium, weg von der Bewegung hin zum Statischen gegangen ist. Das ist so mit der Arbeiterbewegung, mit der Frauenbewegung, aber auch mit der Ökologiebewegung so gegangen. Demgegenüber ist das 21. Jahrhundert das Zeitalter der Projekte. Und das ist jetzt nicht nur für diese kulturelle Gruppierung, für die ich vielleicht ein bisschen stehe und über die ich auch geschrieben habe, wenn ich über eine Kulturgesellschaft spreche, die den maroden Sozialstaat ablösen könnte, sollte und müsste, sondern diese Art von Projekt ist auch in den Rest der Industrialisiertheit noch eingezogen. Bei VW macht man dann ein 4-Monats-Projekt zum Beispiel in der Vollzeitarbeit. Da muss man aber vielleicht wieder runtergehen, wenn das Projekt zu Ende ist oder das Projekt Osterhasen in der Schokoladenindustrie. Also es zieht die Projektförmigkeit und das heißt ja nichts anderes als, es gibt keine regelmäßige Arbeit. Die Idee von 9 to 5, die wir alle auch mal einengend gefunden haben, merken wir aber jetzt, oh, es hatte irgendwie auch einen Vorteil, dass man um 5 sagen kann, lass mich in Ruhe oder blaus mir in Schuh, wie der Schweizer sagt. Jetzt haben wir so eine Art entgrenzte Arbeit, die eben auch am Sonntagmorgen stattfindet. Aber das war dann aber das letzte Mal. Das war jetzt das letzte Mal, aber es musste nochmal kommen. Und das ist eben lange nicht mehr nur im kulturellen Bereich. Da allerdings, denke ich, sind wir so etwas wie die Avantgarde der prekären Verhältnisse und neu daran ist,
dass wir zu einem Rollenmodell für die Arbeit werden. Das hat das Wissenschaftszentrum Berlin hat vor 6 Jahren oder 7 Jahren mal eine Studie rausgebracht, wonach die Arbeitsplätze der Zukunft sehr stark an denen der Künstler und Publizisten, wie Sie das auch schön ausgeführt haben, orientiert sein wird. Das heißt, sehr wechselhaft in Art und Umfang, mal alleine, mal im Team, nicht betriebsförmig, mit einem hohen Eigenanteil, das fand ich einen wunderbaren Ausdruck, nämlich an Geld, Ideen und Kraft. Also es kommt eben nichts mehr von außen, sondern man muss sich intrinsisch rauf und runter motivieren. So, das ist so eine Art von Bestandsaufnahme. Dann habe ich die Grünen mal mitgegründet und habe von daher eine Erfahrung natürlich gemacht, also Grünen mitgegründet als Ergebnis eines guten, gelungenen Kampfes gegen ein Atomkraftwerk in Baden-Württemberg in Wiel. Damals wurden wir alle nach drüben geschickt. Das war ja noch West und Ost, dann hieß, wenn ihr so Maschinenstürmer seid, dann geht doch nach drüben. Da haben die das alles nicht. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man eine komplette Minderheitenposition hat, dafür auch ordentlich beschimpft wird und dann spät plötzlich nach 35 Jahren ist es sowas wie Konsens, könnte man sagen. Manche mussten ein bisschen dazu geholfen kriegen, wie ehemalige Umweltministerinnen aus den neuen Bundesländern. Frau Merkel hatte ja gerade noch mal beschlossen, dass die Laufzeiten verlängert werden, kurz vor Fukushima. Dann hat sie noch mal ein bisschen was geändert. Also ich kenne Minderheitenpositionen und ich habe schon eine Erfahrung gemacht, wie sie dann zu einer Mehrheitsposition wird. Und so ähnlich stelle ich mir das auch mit dem Grundeinkommen vor. Es wird auch da verschiedene Unfälle, glaube ich, bedürfen, noch deutlicherer Unfälle, damit das reift. Denn der Sozialstaat, nochmal so eine These, der Sozialstaat ist der Bismarckschen Prägung, den haben wir ja immer noch, der ist sehr stark an den Alleinverdiener, an den männlichen Alleinverdiener, der berechenbar und ausrechenbar ist. Also der ist mit 17 auf die Schiene gesetzt worden, mit 65 ist er da hinten runtergefallen, dann sollte er möglichst bald sterben, damit es nicht allzu teuer wird. Das ist ja alles Quatsch, das gibt es ja heute nicht mehr. Dieses Rollenmodell ist nur noch die Ausnahme und nicht mehr die Regel. Also brauchen wir neue Formen des Lebens und Arbeitens. Wir brauchen ganz andere Durchlässigkeiten, das meint Verflüssigung. Wir müssen irgendwie hin navigieren können zwischen den Gewissheiten. Wir müssen aber auch meines Erachtens dafür sorgen, dass wir nicht nur so Sackgassen und Einbahnstraßen bauen mit unseren Berufen. Also für mich ist die eben schon erwähnte Grundschullehrerin so ein Beispiel. Ich glaube eigentlich, dass es gegen die Genfer Menschenrechtskonvention verstößt, dass jemand 35 Jahre oder 40 Jahre erklären muss, dass nach A, B kommt. Wir haben aber gar keine anderen Möglichkeiten. Die können sich nur früh verrenten lassen, was sehr viele tun. Oder aber sie können ein Sabbatical nehmen, dann wissen wir auch, was in der Regel passiert. Nämlich sie brechen in diesem Sabbatical zusammen, kriegen erstmal alle Krankheiten und streichen dann vielleicht noch die Wohnung. Also von einer neuen Perspektive sind sie relativ weit entfernt. Wir brauchen andere Formen des Rein- und Rausgehens. So, das sind so Momente von Diagnosen. Dann ist für mich eine weitere, eben auch in dem ökologischen Denken, was ich vielleicht rübergerettet habe aus meiner grünen Gründungszeit, dass wir natürlich ein Hochpreisland sind, ohne Ressourcen. Die einzige Ressource, die wir haben, ist unsere schöpferischen Fähigkeiten. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, diese Fähigkeit, eine Ressource, wenn wir dann pfleglich mit ihr umgehen.
Wir werden sicherlich noch mal über Bildung heute sprechen und was es für die Bildung bedeuten würde oder für Schule, für Ausbildung bedeuten würde, wenn es ein Grundeinkommen geben würde. Das finde ich interessant. Da habe ich auch einen Dissens zum Beispiel mit Götz Werner, der natürlich aus dem anthroposophischen Hintergrund kommt und findet, alle Kinder können selber bestimmen. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, gegen Väter so loszugehen. Das muss man dann noch sehen. Aber das finde ich eben interessant, weil das müsste man dann aushandeln. Also das sind für mich quasi die Felder, die ich als Anamnese bezeichnen würde, wie ich gesagt habe, da müssen wir radikal und grundsätzlich anders denken. Wenn dann noch mit hinzukommt, also ich will Sie jetzt nicht mit der großen Ökonomie quälen, zumal Sie das ja gerade offenbar schon hinter sich gebracht haben, aber wenn man bedenkt, dass mit weltweit mit immer weniger Arbeitskräften immer mehr Produktivität entfacht wird, dann weiß man natürlich, dass die klassischen Arbeitsplätze so ausgehen werden. Also wenn Siemens mal eben sagt, 13.000 Arbeitsplätze, das kann man nicht mit Creative Industries, ja, wo die Hälfte aller Menschen komplett prekär arbeiten. Natürlich sind es auch in aller Regel wieder Frauen, die noch prekärer als die Männer arbeiten. Also das kann man damit nicht kompensieren, also müssen wir uns auf ganz andere Modalitäten einlassen. Der Skandal dabei ist, dass wir ja, das sagt man, ich finde es auch so beleidigend, intellektuell beleidigend, dass uns diese Merkelei immer noch erzählt, wir hätten eine Vollbeschäftigung. Ich meine, das ist ein solcher unfassbarer Betrug, oder? Also wir beide haben gerade am Tisch drüber geredet, Sensia Dünzer, eine wunderbare Schauspielerin, Regisseurin und Theatermacherin und alles mögliche. Wir alle wissen natürlich, wir kommen überhaupt nicht vor. Ich bin in keiner Arbeitslosenstatistik überhaupt. Frau Merkel kennt mich gar nicht, weil ich bin ja Freiberuflerin. Und eine Freiberuflerin ohne bisher Inanspruchnahme von Hartz IV. Ich beglückwünsche alle Menschen, die sagen Hartz IV. Ich schaffe es, Hartz IV als ein bedingtes Grundeinkommen zu nehmen. Das ist auch etwas, was ich nebenbei versuche, immer Leute zu coachen und zu sagen, wenn du es kannst, take it. Ja? Natürlich wissend, welche Unverschämtheiten auch damit einhergehen können. Aber wir wissen natürlich auch, dass es ein Bündnis der Ohnmächtigen ist. Also die Fallbearbeiterin, die da den Delinquenten gegenüber sitzt, die muss die ja alle in irgendeine Form von Beschäftigung drücken, damit sie eben die Statistik entlasten. Und das ist interessant. Ich habe, glaube dir habe ich das schon mal erzählt, ich habe vor ein paar Jahren mal zusammen mit dem Berufsverband Bildender Künstler 16 Fallmanagerinnen hier in dieser Stadt versucht zu erklären, dass ein Atelier nicht die Erschleichung eines weiteren Wohnzimmers ist oder so, sondern dass es eben die Arbeitsbedingungen von bildenden Künstlern ist und dass es auch nicht darum geht, dass die demnächst, wenn man sie genügend quält, sie zurück in den ersten Arbeitsmarkt gehen, weil das sind irgendwie lauter so Kategorien, die nicht so richtig funktionieren. Und das war eine entsetzlich beklemmende Stille und lähmende Ruhe da drin. Und dann habe ich gesagt, oh, kann ich mal einen Vorschlag machen, von in Projekten zu denken. Lernen heißt ja, von der Kunst zu lernen oder auch umgekehrt, von der Kunst zu lernen heißt, in Projekten zu denken lernen. Wie wäre das eigentlich, wenn man sich bei Ihnen mit einem Projekt bewerben könnte? Ein sozial-, umweltpolitisch, stadtrelevanten Gesundheitsprojekt, wo dann vielleicht auch eine interdisziplinäre Jury sitzen würde. Also nicht Sie als Fallbearbeiterin müssen entscheiden, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und sofort brach eine Diskussion los und alle sagten, was für eine coole Idee. Es waren 15 Frauen, ein Mann. Ich war eben etwas schlampig beim Erzählen. Der eine Mann hat sich nach einer Viertelstunde gemeldet und gesagt, das ist eine sehr schöne Idee. Das werden Sie aber nicht durchbekommen in Nürnberg. Sofort brach quasi der gesamte Elan wieder zusammen. Und das ist eben das Interessante. Man kann sich nicht
mit etwas, was der Gemeinschaft, der Gesellschaft nützlich wäre. So mit solchen Projekten, diese Art von Arbeit gibt es nicht. Das wäre anders, wenn wir ein Grundeinkommen hätten. So, jetzt haue ich Ihnen mal so ein paar Sätze um die Ohren. So eine Sätze. Also ich interessiere mich, nur mal Erich Fromm, der schon ja in den 50er Jahren für das Grundeinkommen war und so einen schlichten Satz sagte, der ist wie so ein, weiß ich nicht, Gabardinmantel von schöner, zeitloser Schönheit. Das Ziel der heutigen Gesellschaft ist nicht die Verwirklichung des Menschen. Das Ziel der heutigen Gesellschaft ist der Profit des investierten Kapitals. Da, finde ich, könnte man doch jetzt mal was dagegen tun. Also ich interessiere mich für Gegengifte zu dieser Idee, für homöopathische Möglichkeiten der Veränderung mit großer Wirkung. Für notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen für die Aushebelung des Kapitalismus. Und ich interessiere mich auch für Entschleunigung, Ästhetik und Nachhaltigkeit. Und ich interessiere mich für Heterotopien. Also nicht, wie ich eine alte Blochianerin bin, für Utopien, also dort, wo noch kein Ort gefunden ist. Nach Foucault sind die Heterotopien die Orte, die sozusagen an den Rändern, an der Peripherie scheint schon auf, wo wir eigentlich hinwollen. Und es sind wirkliche Orte, es sind wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, wie er das beschreibt, Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können. Das finde ich ganz interessant, weil wir sehen ja schon überall an den Rändern, dass es ganz andere Bemühungen gibt, dass es Formen des Tauschens, des andere Formen der also plurale Ökonomien gibt. Das ist das Interessante. Und die für mich anregendste Heterotopie ist die Diskussion und auch die Realisierung des Grundeinkommens. Mich hat als eine, die sehr skeptisch gegenüber dem Eurozentrismus ist, sehr gefreut, dass das umfassendste Modellprojekt zum Grundeinkommen in Namibia zu besichtigen war. Da war ich auch und habe wahrscheinlich für den Rest des Lebens sowas wie Treibstoff in mir dafür gekriegt, dieses umzusetzen, weil es einfach ungeheuer war, zu sehen, was sich in diesem Dorf verändert hat nach 2 Jahren Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen steigert die Selbstbestimmung. Es stellt die Frage danach, es ermöglicht die Frage danach, wie will ich eigentlich leben? Es ist die Ermächtigung zur Selbstermächtigung. Grundeinkommen basiert auf Vertrauenskultur. Alles, was wir hier haben in diesem Land, ist eine komplette Misstrauenskultur. Also zu der Tatsache, dass ich nicht existiere in irgendwelchen Köpfen, kommt noch hinzu. Daran merke ich, dass ich existiere. Wenn ich zum Beispiel bei der Bank einen Kredit haben will, sagen die, was ist Ihr Beruf? Ich bin Freelancerin. Können Sie mal die Steuerbescheide der letzten 3 Jahre uns vorlegen, dann sage ich ja, ich wollte sie weder heiraten, noch war irgendwas, ich wollte eigentlich nur einen Kredit haben, bisher hatte ich einen von 10.000, kann ich, ja, das können Sie nur, wenn Sie entweder uns 5 Monate eine gleiche, und zwar sollte das gleich hoch sein, das habe ich natürlich noch nie geschafft in den letzten Jahren, ja, oder aber 3 Jahre lang Ihre Steuerbescheide. So, daran merke ich, dass wir in einer kompletten Misstrauenskultur leben. Das ist natürlich auch das Gleiche, wenn Sie irgendwelche Rechte einklagen wollen. Es ist, sagte ich gerade schon, das bedingungslose Grundeinkommen würde stärken das, was Rudolf zur Lippe, ein Philosoph, die pluralen Formen der Ökonomie nennt, also Tausch, Subsistenz und alles Mögliche. Es stärkt das Gemeinwohl
und den Gedanken von Nutzen statt Besitzen. Ich rekapituliere nur noch mal die vier Kriterien, weil mir es auf das Letzte so wesentlich ankommt. Also für Geschäftsführer, die vielleicht noch nicht so weit wie ihr im Grundeinkommen steckt, es gibt eine internationale Bewegung, die sich quasi auf vier Kriterien geeinigt hat für das bedingungslose Grundeinkommen. Es soll existenzsichernd sein, ein individueller Rechtsanspruch, also nicht die Oma muss auch noch blechen oder die reiche Gattin, wenn es dann die gibt. Es ist ohne Bedürftigkeitsprüfung und kein Zwang zur Arbeit. Und das ist natürlich das, weshalb, also gehe ich mal ein bisschen auf Ihre Frage schon ein, wieso wird das eigentlich jetzt nichts mit diesem verdammten Grundeinkommen? Eine Gesellschaft, die den Zweiten Weltkrieg versucht hat, über Arbeit, also das Trauma des verlorenen Krieges, das Trauma, sich vielleicht doch für jemanden entschieden zu haben, wo man noch lange, lange, lange drüber nachdenken muss. Ein Land, was sich mit Arbeit über Traumata versucht zu retten, ist natürlich die Idee von keinem Zwang zur Arbeit fast existenzgefährdend. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist, dass natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen die gesamte Parteienpolitiken schwächt. Das ist auch etwas, ich zitiere sehr gerne Ralf Dahrendorf, Lord. Ralf Dahrendorf, der bekanntlich kein Linksradikaler war, aber ein wirklicher Liberaler. Der sagte, nachdem wir jetzt ja alle in der Fremdversorgung stecken und alle darauf angewiesen sind, dass wir sozusagen ein Einkommen haben, damit wir überhaupt leben können, wäre das mit dem Grundeinkommen eine ziemlich gute Idee. Aber er habe eine schlechte Nachricht, die Politik wird es nicht mögen, weil sie natürlich absolut den Herrschafts- und Machtanspruch gefährdet, weil unsere repräsentative Demokratie funktioniert ja so, ich gebe dir meine Stimme und du machst das Beste damit, gell? Wenn man es dann nicht glaubt, ist es schon schwierig. Aber das ist natürlich klar. Deswegen bewegen alle Parteien das in ihren Schubladen, more or less. Ich sagte es draußen schon, am meisten hasst es die Sozialdemokratie. Die Christdemokraten haben aufgehört, darüber wesentlich nachzudenken, seit Herr Althaus darüber nicht mehr nachdenkt, aber so ganz mit dem Bedingungslosen ging das auch nicht. Da haben sie auch ein bisschen Angst gekriegt. Aber die Jesuiten innerhalb der CDU, die denken aber leise drüber nach, damit es Frau Merkel nicht stört. Die FDP hasst es rundherum, sondern nimmt es aber auf und sagt, ach, wir könnten es irgendwie knüpfen, es gibt ein Grundeinkommen, wer aber das und 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 das nicht erfüllt, der kriegt gar nichts. Okay? Die Piraten, naja, ich belasse es mal bei naja. Wir halten es aus. Wir halten es aus. Und bei den Grünen, ich sagte ja vorher, dass ich die Grünen mal mitgegründet habe und 91 verlassen habe, nicht weil sie das Grundeinkommen verlassen haben, das wäre aber, ist noch ein weiterer Grund. Das hat in unserem ersten Programm gestanden. Wesentlich übrigens von Olle Beuys mit hineingestimmt, also Jupp, wie man ihn im Rheinland gerne nennt. Josef Beuys hat ziemlich früh gefunden, dass eigentlich das Grundeinkommen auch übrigens fromm aufnehmend eigentlich eine ziemlich coole Idee wäre. Und in dem Maße, deswegen ist das auch interessant, also ich, die immer über Bewegung und Erstarrung nachdenke, die Verflüssigung, die große Frage ist, wie man aus der Erstarrung rauskommt,
war natürlich klar, als die Grünen so eine starke Bewegung waren, war das Grundeinkommen selbstverständlich. Dann ging es in die ersten Regierungsbeteiligungen. Und ich erinnere mich übrigens auch noch gut an die Zeit, wo man für nicht ganz dicht erklärt worden ist, weil man eben jetzt plötzlich jenseits des Parteienspektrums etwas Neues probiert hat. Also der Druck, und ich glaube, das können auch die Piraten ganz gut, kennen sich mit diesem Druck aus, der Druck auf Konformität. Also wenn man eine Partei ist, dann muss man aber eigentlich so aussehen wie die SPD oder so. Der ist eigentlich relativ hoch. Aber das verloren zu haben, hat die Grünen meines Erachtens deutlich geschwächt. Und das Interessante finde ich, je höher die, Posten bei den Grünen sind, desto weiter sind sie auch vom Grundeinkommen entfernt. Also es ist ein ewiges, ich würde mal sagen, so zwischen 49 und 51%. 51% finden das Grundeinkommen nun vollkommen, also mittlerweile. 49%, die meistens in den, also sagen wir mal so, die meistens so weit noch im Leben stehen, dass sie ziemlich viele Menschen kennen, die entwürdigend behandelt werden und leben, die sind eigentlich weiterhin fürs Grundeinkommen. Das finde ich interessant. Ich habe immer gern auch noch mal darauf hinzuweisen, dass eigentlich schon 1556, also mit Thomas Morris, eigentlich die Idee um das Grundeinkommen losging. Das finde ich interessant. Also es ist jetzt nichts, was so eben mal vom Himmel fällt. 1516 war es nicht, 56. Und erst im 19. Jahrhundert haben dann auch tatsächlich nicht nur sozusagen Gesellschaftsreformer, sondern auch Ökonomen angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, also die einen haben es begründet, auch um Diebstahl und schlechter Gesellschaft sozusagen vorzubeugen, müssten Leute irgendein Grundeinkommen haben. Ich mag auch den ganz schlichten Satz von dem Philosophen Rudolf zur Lippe, der sagt, naja, unabhängig von allen gesellschaftlichen Systemen und wohlhabend oder ärmlich, wir sind alle nicht gefragt worden, ob wir auf der Welt sein wollen. Das haben andere entschieden, deswegen muss es irgendwie eine Form der Verantwortung geben. Und natürlich habe ich am meisten von André Gortz, dem Sartre-Schüler, ich komme ja so aus dem Existenzialismus her, und dem Sozialphilosophen gelernt, der sich ja schon ganz früh von der marxistischen Geschichtsmetaphysik und dem Glauben an die historische Mission des Proletariats verabschiedet hatte, als einer der ersten auch, der sich mit der Frage der Ökologie sehr ernsthaft auseinandergesetzt hat, weil er es, also die Umwelt zu einem gesellschaftlichen Thema erklärt hat. Das ist ja auch so ein merkwürdiges Wort, die Welt und die Umwelt. Das war für mich ein wahnsinnig wichtiger Beweggrund. Und der war auch der Erste, der gesagt hat, auch der Kapitalismus produziert so viel Reichtum, den können wir eigentlich so umverteilen, dass jeder ein Leben in Würde hat. Und das ist vielleicht das Entscheidende, dass das Grundeinkommen ermöglicht ein würdevolles Leben. Punkt. Ich will nochmal zurück zu der Befreiung des Zwangs zur Arbeit, weil ich glaube, dass wir da ganz andere nebeneinander existierende Arbeits- und Tätigkeitsformen entwickeln würden. Das finde ich eben das Spannende, weil natürlich, das wissen wir alle, Grundeinkommen ist kein Arbeitsverbot. Das muss man ja an vielen Stellen sagen. Nein, nein, man muss auch nicht von einem Grundeinkommen leben. Man kann sich 5 Maseratis anschaffen wollen, wenn man dann findet, das gehört sozusagen zum Leben mit dazu. Weil das war eine schöne Begegnung. Wenn ich im Zug sitze, frage ich immer mal Leute, was würden sie machen, wenn für ihr Grundeinkommen gesorgt wäre? Und ich habe 2 so Ausreißer. Die meisten sagen, ich würde gerne mich kümmern, weniger arbeiten, schon ganz was anderes machen oder so. Aber einer sagte, ich würde mir ein Maserati leasen.
Das war sozusagen, das kam von der Zehenspitze seiner Existenz. Man dachte, dieser Mann wäre glücklich, oder? Wenn er einmal Maserati, so 2 Jahre, und dann geschlechterkonform, guckte auch eine Frau mich ganz versunken an und sagte, bedingungsloses Grundeinkommen. Jeden Monat, ja, also ich würde denken, so 1000 Euro, und sagt sie, ich würde mir eine Bauknechtküche kaufen. So, also das waren aber eigentlich die absoluten Ausreißer. Ich habe sie mir nur gemerkt, weil ich fand sie einfach wahnsinnig komisch, ehrlich gesagt. So. Der Zwang zur Arbeit, die Veränderung des Zwangs zur Arbeit und dem Denken, dass es ganz andere Formen gäbe, weil auch das ist für mich so wichtig. Es würde, wenn wir Arbeit und den Zwang zur Arbeit anders definieren würden, dann würde für mich würde hier der gesellschaftliche Mehrwert drin liegen, also dass wir eben nicht arbeiten müssen, wenn wir es also für Erwerb, wenn wir es dann nicht tun wollen. Und diese Freiheit zwischen den unterschiedlichen Sphären des Lebens wählen zu können, also zwischen bezahlter Arbeit, Beziehungsarbeit, beruflicher Neuorientierung oder eben auch Müßiggang, das ist ja etwas, was zwischen den Geschlechtern bisher auch ziemlich ungleich verteilt ist. Also Sie haben, glaube ich, alle diese Statistik irgendwie im Kopf. 56 Milliarden bezahlter Arbeitsstunden gibt es im Jahr so in Deutschland und etwa 75 Milliarden unbezahlte Stunden Arbeit. So, und das ist halt meistens den Frauen vorbehalten. Weshalb ich sage Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Da haben wir uns ganz bewusst an die Französische Revolution angedeckt, weil wir sagen, naja, die Freiheit und die Gleichheit sind so, naja, irgendwie in den Gesetzen, den Grundgesetzen verankert, aber die Brüderlichkeit, die ja noch nie die Schwestern inkludiert hat. Also das Grundeinkommen als die Voraussetzungen für beide Geschlechter, dieselben Voraussetzungen, das wäre 226 Jahre nach der Französischen Revolution sozusagen eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung, dass die Geschlechter mal die gleichen Voraussetzungen haben. Ich persönlich habe sowas von Schnauze voll. Davon, dass ich mir jedes Jahr neu statistisch erklären lasse, dass etwa die Frauen im Schnitt 25% weniger verdient. Ja, das kenne ich jetzt schon seit 40 Jahren. Und es nervt. Also mich jedenfalls. Ich nehme an, Sie auch. Frauen, Kinder und Männer hätten die gleichen Voraussetzungen. Das würde natürlich auch im Familienverhältnis extrem viel. So, soll ich noch weitermachen oder mache ich jetzt, kann ich euch noch was raue? Ach so, das ist vielleicht nochmal wichtig mit der Bezahlung. Es ist bezahlbar oder ne, alles ganz schön, aber wo soll das herkommen? Weil wir ja jetzt schon, das ist eine Statistik, die wir beide häufiger, glaube ich, zitieren, weil sie von den Schweizer Grundeinkommensleuten erhoben wurde. In Deutschland erhalten von 10 Menschen nur 4 ihr Einkommen durch Erwerbsarbeit. 3 als Angehörige, 2 beziehen Rente oder Pension und 1 von 10 Personen erhält Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Umgekehrt gesagt, 60% aller Menschen, die sozusagen im Arbeitsprozess, nein, gar nicht, 60% aller Menschen leben in Deutschland vom Transfer, den 40% herstellen. Also irgendwie könnte man ja jetzt schon sagen, wie kann denn sowas gehen? Und das ist ja eine totale Ungerechtigkeit. Es ist ganz offenbar unserem Gefüge ganz gut bekommen, weil natürlich ist auch Kindergeld und BAföG alles irgendwie mitgemeint. Und Herr Schäuble, den zitiere ich jetzt auch noch gerne, aus der Frankfurter Rundschau im Jahre 2010, nicht bekannt als ein Freund des Grundeinkommens. Ich zitiere,
Dieses Land gibt einschließlich der Sozialversicherung etwa 1 Billion Euro Sozialleistungen im Jahr aus. Das sind im Durchschnitt 12.500 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Da muss man schon mal die Frage stellen, ob wir die Effizienz unserer Sozialleistungen nicht verbessern können. Gut, den letzten Satz habe ich jetzt noch das Zitat willens mit vorgelesen. Aber ich würde sagen, bei 1.000 Euro für jeden liegen wir noch 500 Euro pro Person drunter. Ist eigentlich ein cooler Schnitt. Können wir noch überlegen, was wir damit machen. Da waren Sie zu bescheiden. Eigentlich sind wir, ja, aber ich liebe es ja, sehr bescheiden zu sein. Noch ein paar Sätze. Das bedingungslose Grundeinkommen reduziert die chronische Existenzangst, die die übermächtige Gegenspielerin von Glück und schöpferischer Fähigkeit ist. Und wie gesagt, es ist schon bei den Kindern zu merken, weil fällt die Existenzangst weg, dann sinken die Gesundheitskosten, kann man dann prima auch noch zur Finanzierung des Grundeinkommens reinhauen und leider auch die gigantischen Gewinne der Psychopharmaka-Konzerne. Es erhöht, und da sind wir wieder bei der Würde, es erhöht die Möglichkeit des Einzelnen Nein zu sagen zu sinnloser und entwürdigender Tätigkeit. Und das ist, glaube ich, so für die Psychohygiene eine der wichtigsten Möglichkeiten zu sagen, nee, mache ich nicht. Etwas, was im Freiberuflerinnen-Dasein so gut wie nicht vorkommt, weil es könnte ja, also im Projekt zu sein, bedeutet, ich muss das nächste Projekt mir wieder ausdenken, das macht einen ja fertig. Das bedingungslose Grundeinkommen eröffnet Möglichkeitsräume und es geht eben nicht mehr primär um das Müssen und Sollen bei der Arbeit, sondern um das Können und Wollen. Und das ist vielleicht auch mit einer der großen, also für mich ist das so ein Elixier da drin, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Und das ist interessant. Also in vielen Gesprächen über das Grundeinkommen kriege ich einfach mit, dass viele Menschen denken, wie, was ich will. Was meinen Sie denn jetzt, was ich will? Ja, was würden Sie denn gerne arbeiten, wenn Sie könnten, wie Sie wollten? Und man stellt fest, darüber haben Sie überhaupt noch nie nachgedacht, weil Sie diese Art von Freiheit nicht gewohnt sind. Das ist, glaube ich, das, was eine Gesellschaft so verändern würde, wenn es eben ums Wollen und Können statt um Sollen und Müssen ginge. Und wenn man sich dann noch vorstellt, wieder die Psychologin in mir, die natürlich sich überlegt, was würde das für eine andere Energie in einer Gesellschaft geben können, wenn es auch nicht Leute gibt, die darüber entscheiden, du kriegst nichts, sie vielleicht, naja, mal sehen. Sie bringen mir aber noch ein paar Papiere, damit ich das mal glauben kann, dass sie was kriegen. Also diese Art von, es gibt Menschen, die darüber verfügen und die auch, muss man gar nicht moralisch sehen, die das alles gar nicht können, anders können. Also deswegen habe ich vorhin von dieser Ohnmacht zwischen Fallmanagerin und Klientin gesprochen, die eben auch nicht genau will. Sie können sich nicht anders verhalten. Es ist das bedingungslose Grundeinkommen ist die adäquateste Reaktion auf die radikale Veränderung von Arbeit, die in der flüssigen Moderne, das ist die Kehrseite der Verflüssigung, dass sozusagen eigentlich keine angestammten Plätze mehr vergeben werden, wie das Sigmund Baumann, Hannah Arendt Schüler, glaube ich, sehr schlau dargelegt hat. Wenn alle ihr Grundauskommen haben, ich würde ja das Wort gerne umtopfen, aber das habe ich jetzt aufgegeben. Grundauskommen gefällt mir so viel besser als Grundeinkommen. Aber da habe ich mich auch bei diesem Verlag nicht durchgesetzt, aber auch bei Götz Werner nicht. Aber wenn wir jetzt mal uns vorstellen, dass wir alle ein Grundauskommen hätten, dann sind die anderen nicht mehr primär Konkurrentinnen um das immer knapper werdende Gut der bezahlten Erwerbsplätze. Grundeinkommen ist sowas wie Hammer und Amboss, damit jede ihres Glückes Schmiedin sein kann. Und es ist eben eine
notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen für Glück. Das BGE ermöglicht Empathie. Gemeinschaft könnte sich anders entfalten. Man könnte aber auch sich mal zum Beispiel vorstellen, und vielleicht kriege ich darüber die Grünen so ein bisschen zum Aufwachen. Wir haben ja unverkennbar eine Konzentration in den Städten, weil einfach dort gehofft wird, dass da die Erwerbsarbeit ist. Und wir haben immer stärker entvölkerte Dörfer. Man stelle sich mal vor, 30 Leute, die sich irgendwie leiden können, die etwas sich zu sagen haben, gehen mit ihren 1.000 Euro pro Monat aufs Land und sagen, da können wir jetzt auch noch mal andere Formen des ambulanten Bäckers oder was auch immer. Wir können uns das alles wieder vorstellen, weil wir es uns auch irgendwie leisten könnten. Das würde vollkommen andere Formen auch des Lebens generieren. Es bringt eine Zeithoheit mit sich. Also ich habe einen Dreisatz, den ich Ihnen wirklich, dir übrigens auch, ja, einen Dreisatz bitte weiterverbreiten. Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinkommen, weil wir können ja nicht wie mit hechelnder Zunge immer versuchen, irgendwie Wachstum, 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 damit wir diesen verdammten Kapitalismus am Leben halten. Nee, wir müssen einen Schritt zurücktreten, um auch wieder anders denken zu können und andere Formen des Lebens an uns rankommen zu lassen. Also Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinkommen. Man kann ihn auch umdrehen und sagen, Grundeinkommen ermöglicht sowas wie eine Entschleunigung. Und vermutlich würden wir auch alle von diesem narkotisierenden Konsumismus etwas zurücktreten können, weil man sich dann eigentlich, man muss ja keine Frustkäufe mehr machen. Man muss auch nicht sagen, ich kaufe jetzt was, weil vielleicht habe ich nächstes Jahr gar kein Geld mehr oder vielleicht habe ich da gar keine Arbeit mehr. Diese Art von Konsumieren als Ersatz könnte sich wahrscheinlich auch ein bisschen auflösen. Also Grundeinkommen ermöglicht Entschleunigung, ermöglicht Nachhaltigkeit. Und es ist eine zweite Währung, nämlich die der Zeit, mit der wir anders umgehen könnten. Und das reicht jetzt mal, finde ich. Vielen Dank. Ihre eigene Zusammenfassung, es reicht, kann ich gerne bestätigen, aber es war natürlich wunderbar und ich will jetzt auch gar keine Noten vergeben und von mir aus nicht die ersten Fragen stellen, aber einen Punkt würde ich jetzt schon hervorheben wollen. Sie haben sich ja beschrieben als eine Person, die es ausgehalten hat, zu einer radikalen Minderheit zu hören. Sie haben Ihren Drive nicht verloren. Und das möchte ich mal so in die jüngere politische Generation hineingeben wollen, die leider daran verzweifeln, dass sich bestimmte politische Ideen, die weit vor der Zeit liegen, nicht schnell realisieren lassen. Also insofern sind Sie für mich eine Person, die Mut machen kann, dass man es aushalten kann, eben zu dieser Minderheit zu gehören, wenn man auch inhaltlich hinter den Fragen und Positionen steht. Und darüber muss natürlich jeder nachdenken, ob er das will. Nur ein kurzer Satz zu dem vielen, vielen, vielen Komplexen, die Sie angesprochen haben. Die Frage des Menschenbildes ist ja die entscheidende Frage, um die Anhänger zu gewinnen. Wenn ich mir im Moment ansehe, wie dieses traumatisierte Deutschland mit den notleidenden Griechen und den falschen Reformen umgeht, dann ist das ja eine Katastrophe schlechthin. Und das zeigt uns, wie wenig wir eigentlich gelernt haben, mit diesem Traumata so umzugehen, dass Lernen entsteht und Würde, ein würdevolles Leben möglich ist, ohne dass man diese anderen schlimmen Sachen gar nicht ansprechen will. Aber Martin Hase hat sich schon gemeldet. Ja, ich will mal das Eis ein bisschen brechen, dass sich dann vielleicht noch mehr Leute melden.
Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die ich sehr anregend fand, zu denen ich auch gerne was sagen möchte. Aber das, was mir am meisten am Herzen liegt, ist natürlich berufsbedingt das Thema Bildung. Und das Thema Bildung ist natürlich so, es wird immer von lebenslangem Lernen gesprochen, das wird jetzt gefordert, aber das geht natürlich nicht, wenn man kein Geld hat, dann kann man nicht lebenslang lernen. Und man sieht es, glaube ich, sehr stark im Bereich der Hochschule und da sehr stark im Bereich der Geisteswissenschaften. Es ist natürlich so, es wird immer gesagt, ja, die Bachelor-Master-Reform hat das Hochschulsystem kaputt gemacht, aber das ist doch sehr oberflächlich gedacht. Also wenn ich wirklich sehe, wo die Probleme sind, dann erkennt man eben in der Tat, es liegt an dieser Angst, die viele eben auch haben, die dann eben dazu führt, dass die Leute mit ihrem Studium schnell fertig werden wollen und dann möglichst einen Beruf ergreifen wollen. Dass überhaupt noch die Geisteswissenschaften funktionieren, liegt daran, dass es Lehramtsstudenten gibt, die dann aber auch verbeamtete Lehrer werden wollen oder verbeamtete Lehrerin und eben dann vielleicht auch nicht das große Interesse für die Wissenschaft immer haben, manchmal schon. Aber dann sehe ich eben das Problem. Ich habe immer wieder, also meine gerade im Fach romanische Sprachwissenschaft, also vor allen Dingen Französisch, ist halt der Frauenanteil unter den Studenten fast 100%. Und da gibt es natürlich auch sehr gute Studierende, die man dann gewinnen möchte, auch vielleicht für ein Promotionsstudium oder so. Manchmal gibt es sogar Geld dafür. Aber das Problem ist, dass also gerade in letzter Zeit dann eben die Kandidatinnen abspringen und sagen, nee, ich muss jetzt ins Lehramt, ich muss jetzt das Referendariat machen, ich brauche die Sicherheit. Ja? Und dann ist es zu spät, danach tauchen die nicht mehr auf. Dann sind die im Lehramt und dann ist es zu spät. Und das ist eigentlich ganz schlimm und eigentlich auch ganz furchtbare Folgen für die Wissenschaft, weil es einfach keinen Nachwuchs mehr gibt. Und das wäre anders, wenn diese Angst nicht da wäre, wenn die Leute nicht sagen würden, ich brauche jetzt unbedingt die Sicherheit. Also ich glaube aber auch, dass ich andere Formen des Wissens als gerade, also ich halte die Universitäten für die Beschleunigungsinkubatoren schlechthin. Also was man heute, ich habe diese Anekdote, muss ich doch erzählen, als ich Wissenschaftssenatorin war, ist der Gesamtasta, die sich die Asta in Berlin nennt, bei mir aufgetaucht und hat gesagt, wir wollten mal mit Ihnen darüber sprechen, was Sie eigentlich vom Kurzzeitstudium halten. Dann habe ich gesagt, wäre ich jetzt nicht gerade so prädestiniert dafür. Ich hätte, wie Sie wissen, ja vielleicht etwas länger studiert. Wieso? Sag ich, sagen Sie mal, lest ihr nicht bei Wikipedia nach oder was? Ich habe 25 Semester studiert. Und dann war Stille unter diesen 5 Leuten. Die hatten noch nie jemanden gesehen, der 25 Semester studiert hat. Und der etwas so der schnellste und frechste unter denen sagte, dürfen wir das schreiben? Dann sage ich, es steht ja überall zu lesen, aber schreiben Sie es gerne. Das war für die unvorstellbar, dass man einfach so lange studiert haben können würde. Ja, das war Konjunktiv 7. Ordnung. Will sagen, die Beschleunigung zusammen mit diesen Modularisierung, also ich habe ein bisschen eine andere Meinung, ich finde, dass Bologna hätte eine weiterhin für Soße stehen können, für eine gute, wirklich gute Soße, nicht aber für eine universitäre Veränderung, weil sie ist die komplette Durchkapitalisierung. Und ein Schweizer Philosoph hat das sehr schön gefasst, als er sagte, eigentlich haben wir jetzt den Postfordismus und wir haben auch verstanden, dass in den Industriehallen, in den Fertigungshallen die Modularisierung keinen Sinn mehr macht. Jetzt tragen wir sie in die Universität. Also es ist nicht nur eine Angst zu forschen da. Ich glaube, es gibt auch zu wenig Resonanz in den Universitäten, wie man different forschen könnte. Und die Vorstellung, ich gehe als Doktorand mit meinen 1.000 Euro und habe vielleicht 10 Kommilitonen, wo ich sage, wir machen das ganz anders. Da würde eben eine ganze Menge passieren. Ich glaube nicht, dass die Institution Universität, die sich so hat in den Ökonomisierungs, also die hat sich ja, die ist ja die Luft abgedrückt worden, der Institution, oder? Und diese, also dieses Aufteilen in Arm und Reich, in Exzellenzcluster und
und Fußvolk, genau, und Fußabtreter. Das ist einfach unerträglich. Von daher würde ich auch neue Formen des Denkens erwarten. Und das gefällt mir gut. Ja, aber eben noch, also weil ich nicht ganz zu Ende gekommen bin. Also ich stimme zu, die Modularisierung ist schlecht. Aber ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der die gut findet. Und natürlich die Exzellenzcluster sind auch nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich denke nur, dass halt die Problematik viel tiefer sitzt. Es fängt nicht erst mit der Modularisierung an, sondern es geht, also diese Angst kommt ja nicht durch die Modularisierung, sondern die verstärkt es noch, aber die sitzt natürlich tiefer. So, hallo, ich bin Claudia Simon, ich bin selbst prekäre Kulturschaffende, überzeugt davon, dass ich wesentlich mehr leisten könnte auf der Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich würde das sehr gerne tun. Und ich bin Themenbeauftragte Kultur der Berliner Piraten. Und ich wollte jetzt gerne noch mal kurz Sie was fragen zum Thema des Titels der Veranstaltung, nämlich wie Sie konkret die Perspektive von Kulturschaffenden auf das BGE wahrnehmen. Weil ich selbst habe das Gefühl, wenn ich da immer wieder, ich habe natürlich sehr viele Künstler und so weiter, Freunde und Freundinnen, und da doch immer wieder von ganz, ganz vielen, man merkt, dass die Gegenpropaganda nach wie vor hervorragend wirkt, die das als Stigmatisierung begreifen, eben als, ja, dann sagt man uns eben, wir bekommen dann ein Grundeinkommen und dann bekommen wir für unsere Kunst zusätzlich gar nichts mehr dazu, dann können wir gar nichts mehr dafür verlangen. Also da ist, nehme ich oft wahr, dass da das Verständnis, worum es eigentlich geht, sehr relativ gering ausgeprägt ist. Und ich wollte Sie fragen als Superexpertin, wie Sie es wahrnehmen. Also ich habe große Lust und ich mache dieses gelegentlich auch, dass ich in Publikumsbeschimpfung mich in selbiger übe. Wenn ich vor, also es gab in so vielen Sälen so eine denkwürdige Veranstaltung, ich spreche über das Grundeinkommen, und so ein verpeilter Choreograf sagt, Entschuldigung, das habe ich jetzt irgendwie überhört, wann soll das eingeführt werden? Und dann brach mir der Geduldsfaden, weil ich bin zwar langmütig, aber auch extrem ungeduldig, oder? Ich sag mal, also weder fällt das Hirn vom Himmel, noch fällt Manna vom Himmel, dann haben wir auch verstanden, schon ein bisschen vorher, dass uns kein höheres Wesen rettet, würdest du bitte deinen Arsch selber in die Hand nehmen und außerdem noch denken, vielleicht nicht mit dem Arsch, aber mit dem Kopf. So, ich verstehe nicht, und da teile ich ihren Ingrimm sozusagen, warum KünstlerInnen, von denen wir wissen, dass sie zu 90%, und das ist jetzt freundlich ausgedrückt, 95% sind viele Statistiken, die das auch schon sagen, sind die unterhalb des Existenzminimums. Da wird es jetzt irgendwie, also ideologisch, da hätte ich auch natürlich gerne von dir noch dazu eine Meinung. Wenn ich schon arm bin, will ich wenigstens irgendwie frei sein. Oder ich denke, dass ich als Künstlerin, es gibt auch die Linken, damit habe ich übrigens auch mich nicht sehr beliebt gemacht, weil auch die Linken haben die Idee gehabt, wir könnten vielleicht ein Künstlergrundeinkommen beginnen. Habe ich gesagt, seid ihr irre? Und dann gibt es irgendwie jemand von euch oder vom Finanzamt oder von der Arbeitsagentur, die dann sagt, na, du bist aber keine Künstlerin, Entschuldigung, das geht jetzt irgendwie. Also das ist doch vollkommen irre. Die Künstlersozialkasse ist schon genug an sozusagen fragwürdige Einrichtungen, weil ich weiß nicht, wie viele Gutachten ich schon geschrieben habe für KünstlerInnen, die gesagt haben, ja, die KSK sagt, du kannst ja gar keine Künstlerin sein, weil von 8.000 Euro kann man ja gar nicht leben im Jahr. Also kriegst du auch die Möglichkeit weggenommen. Ich finde, die KünstlerInnen müssten mit all ihren ihnen durch die Kunst zur Verfügung stehenden Mitteln die Idee eines Grundeinkommens tatsächlich weitertragen. Weil da werden am meisten Leute, würden das mit in Anspruch nehmen, aber sie könnten auch tatsächlich die Köpfe
aufmachen über die Wahrnehmung, was eigentlich mit dem eigenen Leben möglich ist, wenn man ein Grundeinkommen hat. Da bin ich extrem genervt und glaube auch, dass die künstlerische Produktion, also das ist eben, weil ich ja auch mit der Nachhaltigkeit das immer noch zusammen denke, für mich ist die Kunstförderung, wie wir sie betreiben, das Unnachhaltigste, was ich mir vorstellen kann. Also sogar in der Autoindustrie denkt man noch darüber nach, dass man vielleicht bestimmte Sachen wiederverwendet, nicht in der Kunst. Da erfinden wir das Rad jedes Mal neu. Bei jedem Antrag müssen wir so tun, als hätte es das noch nie gegeben. Und alle Förderung funktioniert nach dem Recht auf die erste Nacht. Also man darf keine Wiederaufnahme, kriegt man nicht finanziert. Man kann auch nicht sagen, ich möchte gerne etwas rekontextualisieren. Dann sagt man ja, dafür können wir aber jetzt nicht schon wieder Geld geben. So sind auch die meisten Förderungen. Auch die Umweltförderungen gehen in diese Richtung. Also wir müssen am hohen Druck, finde ich, innerhalb der Künstlerinnenschaft sehr genau und sehr neu darüber nachzudenken. Und weil ich heute Morgen schon darauf angesprochen worden bin, leider sind wir jetzt nicht mehr eingeladen worden, deswegen ist es abgedreht. Wir haben ein Stück gemacht, bedingungsloses Grundeinsingen, wo Arbeit, Zeit und Geld die Hauptakteure sind und ich unter anderem auch in einem Chor mitsinge. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral zum Beispiel. Aber nochmal auf die Frage von mir aus eingegangen, das Grundproblem scheint ja wohl zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Künstler nicht zu Sozialschmarotzern der Gesellschaft werden wollen. Und insofern aufgrund sozusagen ihres Eigenwerts offenbar Zweifel haben, wenn sie jetzt eine privilegierte Position einnehmen. Ich finde es schade, weil ich das auch teile, dass wenn wir versuchen, dieses Thema bewegen zu wollen, dann muss es ja auch Menschen geben, die Träger sind und nicht nur die Bücher, sondern Menschen, die das leben. Nichts gegen die tollen Bücher. Und deshalb, da würde ich eine Frage noch haben. Wo glauben Sie, wo könnten wir diese Kerne über dieses Beispiel mit den Dörfern in Mecklenburg-Vorpommern, wo könnten wir die Kerne finden, um endlich mal Pilotprojekte so in Szene zu setzen, die dann auch Nachhaltigkeit erzeugen? Naja, ich würde das schon ein wunderbares Projekt für die DFG finden. Wenn wir jetzt schon mal über Universitäten sprechen, müsste das ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da sind Milliarden. Und zu sagen, wir machen ein Pilotprojekt über 5 Jahre, das ist übrigens auch ein Streit gewesen, den ich immer mit Götz Werner hatte. Ich bin natürlich eher, ich komme aus dem Laboratorischen, aus dem Experimentellen und denke, cool, wir nehmen mal irgendeine Kommune in MacPom und wir nehmen eine Stadt wie Oberhausen. Oberhausen ist die am stärksten verschuldete Stadt. Alle sagen, diese Stadt wird eigentlich untergehen, weil sie nämlich all das nicht hat, was man heute braucht zum Überleben. Eine Universität oder zumindest eine Fachhochschule, da sind die Leute bis 16 und dann wieder, wenn sie mit Staublunge ab 65. Diese Stadt ist wirklich am Ende. Zu sagen, jetzt überlegen wir mal, was könnte da einziehen. Also wir machen das wirklich mal für 5 Jahre und wir begleiten das. Da bin ich ganz sicher, dass das natürlich international zu einer forschenden Begleitung führen könnte. Das finde ich, müssten eigentlich die nächsten Städte sein. Das heißt, es müssten Regionalverbände müssen sich mit Universitäten zusammentun und zu sagen, und jetzt machen wir da mal ein Forschungsprojekt. Oder ihr kennt, den versuche ich jetzt übrigens gerade selber aufzustellen. Es gibt in Sachsen-Anhalt einen Ort namens Bad Schmiedeberg. Und vor Jahren ist es durch die Presse gegangen, dass der Bürgermeister gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich habe lauter erwerbslose Bürger, die müssen alle nach laufen, um dort irgendwie ihre komischen Anträge und sowas zu stellen und dann werden sie in bescheuerte Maßnahmen gesetzt. Ich möchte das Geld haben für die und wir machen das in unserem Dorf. Und plötzlich haben sie angefangen, ganz andere Berufe auch mit einzubeziehen und
es ist sehr viel in das Caring gegangen. Also man könnte eine ganze Menge machen. Also ich glaube, die nächsten Schritte müssten einfach sein, dass man das mit einem Bürgermeister, mit einer Bürgermeisterin auch sehr gerne, mit einer Forschungseinrichtung, mit einer Region macht und sagt, so, wir wollen es mal exemplarisch durchbuchstabieren, so wie es in Namibia, das war wirklich sehr schade, weil es einfach keine unabhängige Forschung war, sondern die Leute, die es implementiert haben, haben es auch gleichzeitig beforscht. Und das ist natürlich extrem, das hotte Geschmäckle, gell, sagt man dann im Badischen. Aber wäre das in Ihrem Sinne? Durchaus alles. Ich finde das total gute Ideen, eben die Möglichkeit zu schaffen, irgendwo hinzugehen und seine Arbeit machen zu können, die bei Künstlern selbstverständlich immer eine Arbeit ist, die in die Gesellschaft zurückreicht. Das ist ja der große Trick dabei. Das ist bei möglicherweise anderen Berufsgruppen oder anderen Sachen mitunter nicht so stark der Fall. Da bleibt es in der Nische oder dann steht da halt irgendwo ein Haus, aber dieses Haus steht dort. Und nur wer dorthin geht, kommt dann dieses Haus. Bei Künstlern sind es ja immer Prozesse und Dinge, die sehr als Dialog auch mit der Gesellschaft sind. Insofern da automatisch immer was draus entsteht und eine ganz andere Manifestation und Entwicklung und Rückfluss eben in die Gesellschaft stattfindet als mit anderen Sachen. Deswegen finde ich es total klasse. Ja, hi, Franziska Jentsch. Ich habe 19 Semester studiert, glaube ich. Und, Sechs zu wenig. Und, ja, ich war dann erst Mitte 2012 fertig und ich war so zwischen Niederlanden und Deutschland immer hin und her. Und die WIG, also das Grundeinkommen für Künstler, haben sie ja Ende 2011 in Niederlanden abgeschafft. Das war so auf 4 Jahre ausgerichtet. Man musste dann viel Bürokratisches regeln und Entwicklungsplan vorlegen, aber war halt weg. Und ich wollte eben nicht Vollzeit arbeiten und auch Sachen machen und entwickeln und habe dann irgendwie so nach dem Studium überlegt, okay, ich tue jetzt einfach so, als ob ich ein Grundeinkommen hätte. Und dann habe ich ziemlich viel darüber nachgedacht, über die Vierteilung der Arbeit, dass es 4 Arten von Arbeit gibt. Das ist die Lohnarbeit, die Fürsorgearbeit, politische Arbeit und Muße. Und ich habe halt einen Job also einen Teilzeitjob bei einem behinderten Mann, das ist Fürsorgearbeit und Lohnarbeit. Und den Rest der Zeit mache ich halt Muße und Politik und versuche das in ein Gleichgewicht zu bringen. Ja, und habe das halt versucht, einfach, also mir überlegt, wenn ich jetzt Grundeinkommen hätte und ich hätte einen Onkel, der Hilfe braucht, dann würde ich mich ja auch um den kümmern oder so. Und mir selber Zeit gegeben, um Sachen zu entwickeln. Ich will da auch was zu schreiben. Und sie haben alle meine Inspirationen genannt, eben auch Josef Beuys und Goertz und all die mich sehr beeinflusst haben. Ich glaube ja auch, Josef Beuys war auf der Europaliste und wo die Grünen in der Nähe der 5% waren, Hürde waren, wurde so ein bisschen raus, weil dann, okay, ja, das wollte ich nochmal nachfragen. Und ich habe auch ziemlich viel darüber nachgedacht, dass in der DDR gab es den Sozialismus und es wurde ganz viel in Kauf genommen, um irgendwann das hohe Ideal des Kommunismus zu erreichen, wo sich der neue Mensch entfalten kann. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist denn der neue Mensch? Also ich bin keine Sozialistin, wollte ich nochmal richtig stellen, das glauben nämlich ganz viele, aber bin ich nicht, ich spiele gern mit der Symbolik, ich habe nur überlegt, mit dieser Vierteilung der Arbeit, was macht ein erfülltes Leben aus? Und damit experimentiere ich halt an mir selber, so dass ich gucke, ja, welches Gleichgewicht brauche ich, um zufrieden zu sein irgendwie. Und ja, das wollte ich mal anmerken. Ich wollte nochmal zu Josef Beuys nachfragen, wie das genau war und ob Sie auch was zu dieser Vierteilung der Arbeit irgendwie schon mal gehört haben oder sagen können oder so. Zu Beuys kann ich ganz schnell sagen, der sollte auf die Liste von Nordrhein-Westfalen kommen. Und dann haben die wackeren Grünen gesagt, ja, aber wenn der in den Bundestag kommt, dann muss der ja auch in Ausschüsse gehen. Und wenn der nicht in Ausschüsse geht, dann verlieren die Grünen ja einen Platz. Und der muss ja auch Tagesordnung können. Aber das ist doch ein Künstler. Der kann doch nicht Tagesordnung.
ich bin fast verrückt geworden. Das war meine erste Begegnung mit Grüns, wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Das ist doch der weltberühmte Beuys. Ja, aber der macht keine Ausschussarbeit. So viel zu den Niederungen der Politik. Ich habe jetzt nicht eine Viergliederung der Arbeit sozusagen für mich als ein Vorbild, aber ich finde das alles ziemlich einleuchtend. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie wirklich viel dazu schreiben würden, weil Sie machen ja doch auch auf eine Weise deutlich, dass das, was Menschenbild, Sie haben das vorhin mal angeführt, man denkt ja doch gerne, dass wenn Menschen nicht an der Hand genommen werden, wenn nicht fördern und fordern zusammenkommt, dass sie dann nichts machen. Was ich für einen kompletten Irrsinn halte, weil hier hat jemand mal von euch versucht, ein halbes Jahr nichts zu tun, man wird irre. Es geht einfach gar nicht. Also selbst dann, wenn eine Weltreise gemacht wird, ich habe einige Menschen, die gesagt haben, so ein Jahr mache ich gar nichts. Die sind am Ende, die müssen irgendetwas tun, wo sie wieder das Gefühl haben, es ist was anderes als nur zu reisen. Irgendetwas, was mir einen Sinn gibt. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir dann so Sinnfragen nochmal ganz anders stellen können. Und ich finde es ermutigend, was Sie sagen. Ich experimentiere, ich habe unterschiedliche Ideen von Leben und Arbeit und ich glaube, dass ich das so ganz gut machen kann. Und Sie sind auch, denke ich, ein Beispiel dafür, dass wenn jede ihres Glückes Schmiedin werden könnte, dann würde die Welt auch einfach besser aussehen, finde ich. Da will ich gleich anschließen an dem, was du gerade gesagt hast. Crescentia Dünse heiße ich. Zum einen muss ich sagen, dass es mich beschämt, dass ich über dieses Thema noch eigentlich wenig gehört habe. Ich kenne Tauschgemeinschaften, dort, wo ich sehr oft gewesen bin, im Allgäu und in Österreich, wo es sehr gut funktioniert. Ich möchte gerne wissen über dieses Dorf in Namibia, was da weiter mit passiert, wie diese Geschichte weitergeht. Das würde ich unglaublich spannend finden. Aber die andere Frage, ich habe jetzt diese ganzen Begründungen gehört und ich habe eine Art von euphorischem Gefühl bekommen dabei. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, warum, wenn diese Idee schon so alt ist, sie nirgends irgendwie geblüht hat oder warum sie nicht blüht und warum, dass die Politik da nicht begeistert davon ist, das überrascht mich nicht, aber dass die Menschen, um die es geht, dort nicht mehr dafür kämpfen, das überrascht mich. Und ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, was du gerade angesprochen hast. Ich bin so sozialisiert, dass wenn ich keinen Druck habe, ich auch keine Idee habe. Das Schlimme ist, dass Idee konnotiert ist mit Druck und nicht mit Freiheit. Ich habe in sehr jungen Jahren irgendwann einmal das Angebot gehabt, ans Burgtheater zu gehen als Schauspielerin, also in eine sichere Umgebung, in den Tempel. In den Tempel, in den Olymp. Und habe mit einem Partner mich entschieden, ein Zirkuszelt zu kaufen und 7 Jahre mit Zirkuszelt und sehr prekär unterwegs zu sein. Und wir haben festgestellt, das Schlimmste, was uns passiert ist, also wir haben eine Art Grundeinkommen einander gegeben und das auch, weil wir daher kamen, eben auch Engagements bekommen, dass wir das sozusagen so schmal, aber immerhin relativ sicher eine Weile lang bezahlen konnten. Das Problem war tatsächlich, dass unsere Grundangst war, uns fällt nichts mehr ein. Dass wir so sozialisiert sind, vom Kindergarten bis zum Ende der Ausbildung, bis ich 25 war, habe ich, glaube ich, fast keinen Tag ohne Institution verbracht. Also ohne jemand, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und dagegen kann ich anfangen, Widerstand zu entwickeln, Fantasie zu entwickeln. Also Fantasie ist konnotiert mit Widerstand und nicht mit der Freiheit, die ich habe, weil ich jetzt
ein sicheres Grundeinkommen habe, habe ich plötzlich die Freiheit, was zu entwickeln. Daran arbeite ich, seit ich dort herausgegangen bin, damals aus dem Peimannschen Bochumer Stadttheater. Ich arbeite daran die ganze Zeit an der inneren Psychologie, und deswegen fand ich das so spannend, was du vorher mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Trauma und der Arbeit, die das Trauma bearbeiten soll, wie das geht, aus der Freiheit die Idee zu entwickeln und nicht aus dem Druck und dem Widerstand. Also ich bin ja Psychologin und ich kann sagen, dass es einen ganz schmalen Grat gibt zwischen: ich brauche sowas wie einen Druck, um etwas bewegen zu können, und ich habe zu viel Druck, um vollkommen paralysiert unter dem Druck zu sein. Das ist eben, das kann man, da gibt es keinen Knopf, den man betätigt und dann ist es entweder gut oder nicht gut, sondern das schwankt natürlich. Es hat ganz viel damit zu tun, dass wir natürlich auch irgendwie älter werden. Als ich 30 war, war mir das alles wurscht, Rente und irgendwas, da habe ich überhaupt, das fand ich einfach absurd, mir darüber Gedanken zu machen. Ich war auch der Meinung, vielleicht sind wir irgendwie alle schon durch ein Atomkraftwerk weggeblasen oder wie auch immer. Also ich glaube, man muss sehr genau gucken, in welchem Alter befindet man sich. Aber meine erste Fantasie ist natürlich, du bist im Burgtheater, da musst du gar nicht mehr Fantasie haben. Da bist du nämlich durch, bist du tatsächlich auf einer Schiene, da geht es alles von selber weiter, bis du dann am Ende dieser Schiene irgendwie in die Pension fällst oder aber vielleicht ausbezahlt wirst oder irgendwas. Ich glaube, dass auch deine Zirkuserfahrung eine andere, oder die Angst, es fällt uns nichts mehr ein, eine andere gewesen wäre, wenn du gewusst hättest, ich kriege sowieso immer ein Grundeinkommen. Also dann kann ich vielleicht auch mal ein halbes Jahr gar nichts neu denken können müssen. Das wäre ja auch der Luxus, mal zu sagen, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht, Entschuldigung. Ich muss mal atmen, ich muss mal ein bisschen zurückdrehen, ich muss vielleicht mal nach Indien. Ich glaube, die Menschen würden weniger blöd zurückkommen, als sie hingefahren sind, oder mit einer anderen Idee. Also all diese Möglichkeiten würde es ja geben. Und ja, wir müssen lernen, mit Freiheit umzugehen. Das würde andere Fragen übrigens auch an Bildung evozieren, wenn man als Kind sagen könnte, hey, ich bringe mein Geld mit für eine Schule. Ich möchte vielleicht in eine ganz andere Schule gehen. Also noch schnell ein Gedanke. Darf ich das noch sagen? Weil es in die... Nein, weil Sie sitzen ja hier für den wir haben ja noch Zeit. Oder okay. Müssen Sie jetzt gehen, weil Sonntag ist? Nö, ich muss jetzt nicht gehen. Ich habe mich jetzt hochgequält und jetzt sitze ich da. Jetzt rede ich euch zur Not auch gerne, an die Wand. Und zwar lange. Ja, bis Montag Zeit. Bildung. Man stelle sich mal vor, die Kinder könnten sagen, mit und ohne Eltern, mit vielleicht ab einem bestimmten Alter weiß man eigentlich, was ich will oder was ich nicht möchte. Oder ich habe zum Beispiel Latein gemacht, weil meine Lieblingsfreundin auch Latein gemacht hat. Das fand ich dann blöd. Nach einer Zeit habe ich dann schon verstanden. Also man ist ja als kleiner Mensch auch durchaus in der Lage, komplexe Sachen zu verstehen. Aber wir haben in Berlin die internationale Schule. Wir haben für die Privilegierten diese Möglichkeit, 3 Fächer in Chinesisch oder in Portugiesisch zum Beispiel oder Spanisch zu studieren als Schülerin. Was wäre es für eine wunderbare Idee? Wir könnten Türkisch, 3 Fächer Türkisch, Kurdisch, Arabisch anbieten. Das sind ja die Menschen, die wir hier doch zahlenmäßig auch prominent vertreten haben. Was würde das auch kulturell bedeuten? Weil wir wissen ja, dass die meisten Konflikte für Migration in der dritten Generation bedeuten, dass sie weder da noch dort wirklich zu Hause sind. Es würden sich ganz andere Möglichkeiten eröffnen und man würde den Eltern auch abverlangen, nicht zwischen 75 Modellen zwischen SUV-Autos zu unterscheiden, sondern sie müssten sich vielleicht auch zwischen Schultypen unterscheiden. Das wäre doch wunderbar, wenn man diese Formen von
Freiheiten sich nehmen könnte. Und das würde, glaube ich, was ganz anderes bedeuten. Und zu dieser Frage von Freiheit und Zwang, und würde ich denn ohne Zwang anfangen, noch zu produzieren, Ideen zu produzieren? Ich habe eine interessante Veranstaltung mal gemacht, vor 400 Psychologen über das Grundeinkommen zu reden. Erst haben sie mich vollkommen verhungern lassen, ja, das merkt man ja, ob man irgendwie ein Publikum kriegt oder nicht. Ich dachte, pff, da gibt es einen Graben, ich weiß nichts, Nebelwand. Zu der Zeit habe ich noch geraucht, bin vollkommen entnervt rausgegangen und habe geraucht. Von den 400 Leuten waren 370 standen um mich rum, um mir privat, also nicht jetzt vom Plenum was zu sagen. Und es war eigentlich immer das Gleiche. Wir können unsere Arbeit eigentlich nicht mehr machen. Wir können nicht mehr über die individuellen Neurosen sprechen, weil über allem, unter allem, hinter allem und vor allem ist die Frage der Existenzangst. Wenn es nicht die eigene ist, dann kann meine Tochter, mein Sohn, mein Mann, mein Bruder, diese Idee, dass man eigentlich als Psychologe die Arbeit nicht mehr machen kann, weil die Existenzangst das Lebende ist, das finde ich eben interessant. Und ja, ich erwarte übrigens, dass Menschen erstmal auch austicken, wenn sie nicht den Zwang zur beschissenen Arbeit haben, weil das hält ja auch irgendwie aufrecht. Das wird dann aber interessant und dann wird eben eine Gesellschaft, glaube ich, auch eine sensiblere, eine schlauere, eine differenziertere, wenn sie sich der eigenen Angst bewusst ist. Oder wenn wir auch volkswirtschaftlich mal darüber nachdenken könnten. Brand 1 ist ja eine meiner Lieblingszeitungen, weil die immer so wunderbare Statistiken bringen, dass wir einen zweistelligen Milliardenbereich jedes Jahr damit verdaddeln, dass Leute Dienst nach Vorschrift machen. Also das wird sozusagen volkswirtschaftlich uns abgezogen, weil die Leute sagen, ich hasse meinen Job. Das kriegst du auch übrigens zu spüren. Aber ich verlasse ihn nicht, weil was mache ich denn sonst? Also diese Arten von Freiheiten, dann würde ich mir erwarten, dass ich als Psychologin viel Kluges mit Menschen zu besprechen hätte. So, nun muss ich doch eine Ansage machen. Ich kriege gerade aus der Redaktion den Hinweis wegen der Zeit. Wir haben noch eine, kommen Sie noch dazu, das schaffen wir noch. Und danach ist dann die freie Rede sozusagen leider zu Ende. Aber jede Veranstaltung hat ein Ende. Bitte. Ja, mein Name ist Silvia Dürwald. Ich bin Masum Pulami von der Piratenpartei. Bin auch Psychologin. Ich habe aber nur 8 Semester studiert, aber in der DDR ohne Existenzangst. Ja, sehr knapp. Also, ja. Und ja, ich beschäftige mich schon, habe das erste Mal 2005 mit Hartz IV von diesem BGE, weil man kann ja mal sagen, es stimmt hier alles nicht, was ihr uns erzählt und so, aber man muss ja auch für was sein und da war ich ganz begeistert. So. Aber ich finde, in der ganzen Diskussion ist immer, da müssten wir auch mal umdenken, wir BGEler, sage ich jetzt mal, ja. Wir müssen uns nicht mal ins Boxhorn jagen lassen. Ich finde, wir lassen uns ins Boxhorn jagen. Es geht nämlich um Einkommen. Es geht nicht um Arbeit, es geht um Einkommen. Und es gibt also auch ein Land, ich glaube, es ist Dänemark, da wurden die Arbeitsämter umbenannt in Ämter für Einkommen. Kann aber auch ein anderes skandinavisches Land sein. Also es geht hier um Einkommen, es geht nicht um Arbeit. Wir haben genügend Arbeit, wenn, dann geht es ja um Erwerbsarbeit. Aber ich meine, wenn keiner da ist, der die Wäsche wäscht oder die Fenster putzt zu Hause oder mal saugt, dann merken wir ja auch, dass uns da ziemlich viel fehlt. Ja? Und mit den Arbeitsstunden, das habe ich auch immer wieder, es ist ja doppelt so viel eigentlich. Weiß nicht alles, was da einbezogen worden ist. Und dann gibt es einen klugen Spruch, den habe ich erst im Westen, ich bin 81 in den Westen gegangen, da habe ich den Spruch gehört und den habe ich mir gemerkt, ich merke mir sonst sowas nicht, aber das habe ich mir gemerkt, ach, du hast heute gearbeitet, dann hast du aber kein Geld verdient. Das ist nämlich der Westen. Wenn man hier arbeitet, verdient man ja nicht unbedingt Geld, sondern wenn man nicht arbeitet und wenn man reich erbt oder spekuliert an der Börse mit einem Hintergrund oder so weiter, die Leute, die haben ja das Geld, ja. Also Schere arm und reich
man wird ja nicht durch Arbeiten reich oder kann nicht mal auskömmlich leben. Das beweisen ja die vielen Aufstocker. Auch mit dem Mindestlohn kann man nicht gut leben. So, und deswegen sollten wir uns mal überlegen, es geht ums Einkommen. Und damit müssen wir ja dann wieder die Frage aufmachen, eben diese Schere zwischen Arm und Reich. Es geht nicht um Arbeit. Es ist ein Menschenrecht. Wir haben ja die Würde des Menschen und so weiter. Und die Lebensgrundlage muss abgesichert sein. Und die kann heute nicht mehr durch Arbeit abgesichert werden. Es gibt diese Arbeit nicht. Also Inge die aus Hamburg wurde da gefragt, ne, und die sagte, es ist eine ganz einfache Rechnung. Wir haben ungefähr 6 Millionen Leute, die arbeitslos sind oder wenig Arbeit haben oder bezahlte Arbeit haben. Und wir haben höchstens 1 Million offene Stellen. Es geht gar nicht. Und ich finde diese Diskussion, die Freiheit und so weiter, ist ja alles ganz schön, aber zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Ne? Aber die ganze Diskussion lief ja um das Grundeinkommen oder um das Grundauskommen. Also ja. Insofern war das ja hier schon sozusagen ja, aber es geht die nicht Aufforderung immer, nicht notwendig. Darüber haben wir ja die ganze Zeit geredet. Aber nicht immer um dieses Arbeitsthema, so hochkommen zu lassen, sondern es geht ums Einkommensthema, finde ich. Also wir haben einen relativ einfachen und schnörkellosen Satz dazu im Buch, der heißt, man braucht ein Einkommen, um arbeiten zu können. Gut. Bitte. Mich hat diese Frage hierher gerissen. Fantasie ist gebunden auch für das Publikum nochmal. Fantasie ist gebunden an Widerstand und nicht an Freiheit. Das finde ich, das ist wirklich Friedrich Schiller, den könnten wir nicht denken, wenn er nicht Probleme gehabt hätte. Ne? Und der ist der Dichter der Freiheit. Aber wenn er gelebt hätte wie Goethe, wäre das nicht dabei rausgekommen. Also das ist wirklich ein Element, ein ganz wichtiges Element. Und ich möchte einfach in diesem Zusammenhang nur sagen, also eher ein Statement abgeben. Ach so, mein Name ist Ralf Böß. Ich bin ganz böse. Ich bin fürs Grundeinkommen auf jeden Fall tätig. Ich will nur sagen, im Grundeinkommen, da ändert sich die Art, was einen anspricht aus der Welt und von wo die her die Probleme kommen. Es ist nicht mehr die Einkommensfrage. Mein Bild ist immer, wenn ich Lehrer bin, heute, dann gehe ich zur Schule, weil ich das Geld brauche. Ich habe eine Frau, ich habe eine Tochter, die Tochter studiert, ich muss mein Auto abbezahlen, da kann ich gar nicht aufhören zu arbeiten. Es gibt viele Lehrer, die guten Lehrer, die eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen wollen, weil sie sagen, was da passiert, ist eine Katastrophe, aber sie müssen gehen wegen dem Geld. Wenn es Grundeinkommen gibt, der hat eine Frau und der hat eine Tochter, dann kriegt er dasselbe Geld schon so in die Familie rein, das heißt, er geht nicht mehr wegen dem Geld. Dann kann er, Moment, ich muss, dann kann er auf die Kinder achten. Das heißt, wenn der noch in die Schule geht, dann nicht wegen dem Geld, sondern wegen den Kindern. Und da entsteht eine neue Art von Druck, ich will mal sagen, oder eine neue Art von Herausforderung. Ganz einfach. Und diese Herausforderung wird durch Grundeinkommen freigeschaufelt. Dass man diesen Herausforderungen, die im echten Leben da sind, begegnen kann. Also mein Wort heißt immer, der Lehrer, der sieht die Kinder wieder. Ne? Und der Bauer, der muss der Kuh nicht seine Existenz abzwingen. Der kann der Kuh wieder in die Augen gucken und sagen, was mache ich eigentlich mit dir? Ne, also da taucht eine neue Welt auf. Und da klärt sich sofort auch das Bild. Man sagt immer, man braucht ja neuen Menschen für Grundeinkommen. Meines Wissens ist dieser neue Mensch schon längst da. Er wird nur gehindert, in die Welt zu kommen, weil alles, was er tut, an die Einkommensfrage gebunden ist. Der ist behindert. Nimm dieses Thema mit der Einkommensfrage weg und wir werden sehen, dass wir alle die Fähigkeit haben, auf die Dinge neu einzugehen. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte an dieser Stelle. Und mit viel Leidenschaft. Und mit viel Leidenschaft. Mit viel Leidenschaft, ja. Ich würde dann schließen, oder haben Sie selber noch? Das war doch ein wunderbares Schlussplädoyer. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass wir das Gespräch mit Ihnen führen konnten. Möglicherweise kommen wir auf Sie nochmal zurück. Sie haben ja auch Vorschläge gemacht, DFG. Ja. Also, es wäre ja wunderschön, wenn
unsere Matineen hin und wieder, das muss nicht bei jeder Diskussion der Fall sein, aber möglicherweise dann bei dieser so ausgehen, dass wir uns vorstellen können, zumindest den Versuch zu unternehmen, ein gemeinsames Projekt auf den Weg zu bringen. Das ist keine jetzt Zwangssache, sondern hoffentlich eine freiwillige Geschichte. Und wir werden sehen, ob es uns wirklich gelingt, diesen Prozess anzustoßen. Aber ich fand Ihre Idee so super toll, weil eigentlich ist die Zeit reif, dieses Thema weiterzuentwickeln. Und jetzt müssen wir nur durch geschickte Art und Weise genau die Stellen finden, wo andere ebenso wie wir davon überzeugt sind, die auch die Mittel dazu haben, um so etwas auf den Weg zu bringen. Ehrenamtlich können wir das nicht machen. Das läuft sowieso schon hier und da. Da versuchen sich Leute selber zu organisieren und ihre eigenen Mittel zu organisieren. Aber wenn wir das Ganze auf eine Ebene heben würden, wo es auch nochmal eine andere gesellschaftliche Wirkung entfalten könnte, weil es eben, wie gesagt, Pilotprojekte gibt, die von denen in unserer Gesellschaft mitgefördert werden, die auch etwas zu sagen haben, dann hätten wir ja wirklich mehr bewegt, als uns heute Morgen am Sonntag zu treffen und ein Zwangsgespräch geführt zu haben über das BGE. Vielen Dank, das ist ganz schön. Ich habe aber die 3 Minuten, die mir noch bleiben, ich bin eine Antwort schuldig geblieben. Und zwar, wie ist es mit Namibia gewesen? Also im Jahre 2000 hat ja die UNO hat beschlossen, wir sollten mal vielleicht irgendwie millenniumsmäßig, sollten wir mal gucken, wie könnten wir die Armut halbieren. So, da hat auch das Land Namibia hat eine unabhängige Kommission eingesetzt und gesagt, kriegt mal raus, wie wir die Armut halbieren können. Die haben in relativ kurzer Zeit gesagt, wir hätten da einen Vorschlag, bedingungslos, also Grundeinkommen. Grundeinkommen für alle ist übrigens auch finanzierbar, kostet so und so viel vom Bruttosozialprodukt. Was hat die Regierung gemacht? Sie hat es in die allerunterste Schublade getan, sehr viel Steine da drauf gelegt, damit man es nicht wiederfindet. Nur einer aus diesem SWAPO-Vorstand sagte, das will ich jetzt mal irgendwo ein bisschen mir genauer angucken, das war Bischof Kameta, der so ähnlich wie Desmond Tutu, nur noch charismatischer, noch radikaler. Und ein Albino, was ganz wichtig ist, weil die werden entweder ganz häufig in Afrika sehr für das Schlechte verantwortlich gemacht oder sie haben fast so etwas wie einen Heiligenstatus. Und er hat es deswegen geschafft, in einem Dorf, wo die natürlich schon viel Elend mit Entwicklungshilfe und sowas erlebt haben, zu sagen, lass uns das mal probieren. Und es wurde finanziert eben nicht vom Staat. Die wollten es nicht haben, die Regierung wollte es nicht haben, aber es hat einen Teil der evangelischen Kirche in Nordrhein-Westfalen um die Betelei herum, AIDS-Initiativen, auch Gewerkschaftsinitiativen in Namibia haben gesagt, wir werden dieses Projekt uns angucken, wir machen es. Und es ist einfach unfassbar, was in diesen 2 Jahren passiert ist. Also 2 Jahre waren zunächst mal gesichert. Namibia hat eine ganz hohe Säuglingssterblichkeit. In diesem Dorf ist nicht ein einziger Säugling mehr verhungert. Vorher war es an der Tagesordnung leider, dass mindestens einmal im Monat 1 bis 2 Kinder gestorben sind. Namibia hat seit der Unabhängigkeit so etwas wie eine Schulspeisung. Das war aber in aller Regel so, dass die gesamte Familie von der Schulspeisung gegessen hat. Nun war es zum ersten Mal so, dass die Kinder auch noch nur Frucht oder irgendwas mitgebracht haben mit diesem wirklich mörtelartigen Brei. Die AIDS-Medikamente konnten genommen werden, weil das hat sich, nachdem sie früher unerschwinglich waren, hat sich später herausgestellt, man kann sie nicht nehmen, weil sie nicht verträglich sind. Weil wer nichts im Magen hat, kann diese Hämmer nehmen. Also endlich konnten die wirksam genommen werden. Und das Interessante ist, es haben sich sofort
andere demokratische Strukturen entwickelt. Also nicht mehr der Dorfälteste hat gesagt, wo es längst geht, sondern sie haben ein Komitee gegründet. 16 Leute aus allen Ethnien, 13 weibliche, nur 3 männliche Figuren. Und was haben sie als erstes beschlossen? An dem Tag, an dem das Grundeinkommen ausgezahlt wird, das waren etwa 10 Euro monatlich, werden alle Kneipen oder dort, wo man Alkohol kaufen kann, geschlossen. Die die Beschaffungskriminalität ist zurückgegangen, andere demokratische Strukturen. Die Frauen haben beschlossen, dass das Grundeinkommen für die Kinder nur an weibliche Bezugspersonen geht. Well, und die Frauen haben neue Kommerze gegründet. Wirklich, die Männer, das ist interessant, die hatten viel größere Schwierigkeiten damit. Frauen haben plötzlich keine Ehen mehr schließen müssen, weil sie irgendwie hofften, versorgt zu werden. Und das Interessanteste für mich ist, dass ganz andere Formen der Gemeinschaft entwickelt worden sind. Also wenn es eine so große Beschaffungskriminalität geben muss, um die Armut halbwegs in den Griff zu kriegen, dann ist jeder des anderen Feind. Weil wer das Holz für das Essen gefunden hat, der ist natürlich der King, oder? Also die Frauen haben andere Formen des gemeinsamen Lebens irgendwie sofort organisiert und festgestellt, wenn wir unsere Knete zusammenwerfen, können wir ja 7 Ziegen kaufen. 7 Ziegen geben nicht nur mehr Milch, sondern sie kriegen auch mehr Junge. Das heißt, es ist sofort eine andere Form der Ökonomie entstanden und das hat mir so viel Mut gemacht. Ja, weil man kann das tatsächlich auch hochrechnen. Aber das Interessante ist, dass eben die meisten Leute, also auch Götz Werner hasst zum Beispiel die Vorstellung von einem, dass wir irgendwo an einem Punkt mal damit anfangen, weil er sagt, ja und was ist dann nach 5 Jahren? Ich sage, nach 5 Jahren hat sich dieses Dorf verändert. Das ist ganz sicher. Ihr kennt vielleicht alle das Dorf Schönau. Da haben die haben ein eigenes Elektrizitätswerk, die haben das Elektrizitätswerk gekauft, die importieren mittlerweile, exportieren ziemlich viel Strom. Dieser Ort ist total aufgestellt, ja, weil aus der gesamten Welt kommen die Leute dahin und sagen, wie geht es nochmal? Die haben natürlich die Bäcker und die Kneipen und die Hotels und die Fahrradhändler und alle haben davon profitiert, das würde natürlich in dieser Region auch passieren. Götz Werner, ich will das nur sagen, um es nicht zu diffamieren, er sagt, ich möchte lieber mit den beiden Gruppierungen anfangen, die in dieser Republik am meisten Armut leben, das sind die Kinder und das sind die Alten. Das finde ich auch in Ordnung, aber ich würde gerne das eine tun und das andere nicht lassen. Und noch ganz früh haben Sie einen Gedanken formuliert mit Griechenland. Da möchte ich eigentlich weniger, dass jetzt die Deutschen sagen, vielleicht haben wir das irgendwie nicht so ganz prima gemacht. Auch das ist wahr. Aber es würde mich interessieren, dass die Griechen vielleicht selber mal darüber nachdenken, wie das mit einem Grundeinkommen wäre. Und das finde ich wirklich fatal. Wir haben ein globalisiertes Wissen. Da muss auch der griechische Intellektuelle sich sehr an der Nase fassen und sagen, wieso bin ich eigentlich noch nie auf die Idee gekommen zu sagen, wir müssen über Steuern und alles Mögliche reden, aber ein Grundeinkommen wäre wirklich eine extrem intelligente Idee. Und dann könnte man sogar überlegen, ob man das mit einer Regionalwährung macht. Da wäre wahnsinnig viel gewonnen. Nichts ist von alledem in Griechenland zu spüren und das ist schade. Jetzt muss ich leider noch einmal kurz auf die Griechen eingehen und dann 2 andere Abschlussbemerkungen machen. Danke, dass Sie das Thema nochmal aufgreifen. Ich hatte dieses Thema angesprochen unter dem Gesichtspunkt, spielt sozusagen Würde, ist Würde ein Wert in unserer Gesellschaft oder ist es kein Wert? Und es ist leider ja kein Wert, aber Ihr Punkt jetzt bringt mich deshalb nochmal zu Griechenland auch zurück. Wir haben ja hier von uns aus einen offenen Brief an Frau Merkel geschrieben. Der hat jetzt gerade mal knappe 690 Unterschriften, aber immerhin, das Thema Griechenland ist in Deutschland ein schwieriges Thema. Und daraufhin haben wir eine Einladung von der griechischen Botschaft bekommen, jetzt am Mittwoch.
Und ich werde Ihre Idee, danke für diese Idee, sofort mitnehmen als ein Langfristprojekt. Das ist super. Was ich eigentlich aber auch noch sagen wollte, Sie sollten, finde ich, von allen mindestens 10 Minuten Applaus kriegen. Und ich würde dann, ja bitte, wo bleibt der Applaus? Ja, danke. Ich glaube, Sie sind zufrieden damit. Und das Letzte, was immer bei der Matinee dann von uns aus gesagt wird, ist die Ankündigung der nächsten Matinee am 28. Juni. Und ich denke mal, möglicherweise, wenn Sie jetzt von mir aufgefordert werden würden, 3 Vorschläge zu machen, würde einer dieser Vorschläge genau diese Matinee betreffen, unter dem Vorzeichen des Versagens der Regierung in Bezug auf die NSA und BND-Affäre. Also es geht bei unserer nächsten Matinee um das Thema Kryptokriege 3.0, der Kampf um unsere Demokratie. Ich glaube, wir alle wissen leider immer noch zu wenig, was uns Snowden eigentlich hingelegt hat. Und wo eigentlich neben dieser schrecklichen Überwachung der Privatperson alles sozusagen in diesem Thema noch verpackt ist. Und verpackt ist in diesem Thema, dass die Geheimdienste natürlich sich auf andere Kriegsszenarien mithilfe der Computertechnologien vorbereiten, die dadurch noch unberechenbarer werden. Und damit sozusagen ein Totalangriff auf die Demokratie da ist. Ja, auch deshalb, weil uns ja immer noch vorgemacht wird, dass die Mächtigen sind und die bestimmen können, gestalten können. Das ist leider nicht so. Diese Machtfrage ist diffundiert in die großen Organisationen, in die nicht zu kontrollierenden Organisationen. Eine davon sind natürlich die allmächtigen Geheimdienste. Und wenn man an dieses Thema rangeht, kann einem wirklich schlecht werden, aber wir wollen es trotzdem aufgreifen. Vielen Dank, Frau Göhler, dass Sie da waren. Ja, Entschuldigung, das sollte auch keine Überraschung werden. Den Namen kennen Sie, Angelika Beer, die ja den Schritt zu den Piraten geschafft hat. Und für diese auch eine wunderbare Politik, nämlich in ihren ureigensten Bereich, Friedenspolitik machen.